Einen wunderschönen Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von American Truck Simulator zusammen mit den New Mexico DLC. Leute, heute ist es soweit. Wir werden New Mexico das erste Mal erobern. Ich hoffe es zumindest. Bevor wir losfahren, muss ich noch eine Kleinigkeit tun. Und zwar bin ich anscheinend nicht durch den Punkt genau durchgefahren. Oder doch, oder doch, oder doch. Doch, bin ich. Bin ich? Ja, okay. Wir fahren weiter. ja, wie gesagt, eben oder gestern haben wir einen Rast gemacht. Genau, kurz getankt und jetzt geht's aber weiter. Leute, null Probleme. Unser Truck, der schnürt. Und da haben wir einen Bus noch vor uns jetzt. So. Ja, ich hoffe, dass wir pünktlich ankommen. Also wie gesagt, wie ich gepennt habe ich jetzt nicht, nur getankt. Aber das bedarf natürlich auch mal so ein bisschen Zeit. Aber ich bin da eigentlich recht zuversichtlich, wenn der... Uah, okay. Ich gucke mal. Oh, da kommt... Oi! Sorry, Leute. Das geht ja schon gut los. Jetzt müssen wir tatsächlich gleich in der Werkstatt. Nee. So. Was ist mit dem Bus hier los? Möchtest du eventuell fahren? Er lässt uns rein, okay. Okay, jetzt fährt er auch. Naja, okay. Machen wir das jetzt so. Alles geplant, ne? Gut. Aber es müsste alles noch in Ordnung sein. Wir schon mal eben schauen. Ja, 3% vorne. Ein bisschen Verlust hat man immer eine Sattelzugmaschine oder im LKW und jetzt haben wir 0%. Denn das ist auf jeden Fall in Ordnung. Nicht, weil wegen abgenutzte Reifen wird man sowieso ein paar Prozente bekommen. Aber ja, Leute, so ist das. So, auf geht's. Genau. So ist es. So ist das Ganze. Ich bin gespannt, was ihr zum DLC sagt. Wie gesagt, ich kann dazu noch gar nichts sagen, aber ich denke mal, in den kommenden Folgen oder vielleicht auch schon gleich, mal schauen, geht die Luzi ab. Da werden wir hier alles testen oder uns alles anschauen, was möglich ist, und dann gegebenenfalls ein erstes Feedback da lassen. Übrigens danke nochmal an GamesPlanet, die uns einen Key zur Verfügung gestellt haben. Das ist sehr nett. Und ja, so ist es. Genau, ich wollte jetzt nochmal gerade nachgucken, was das neue Update genau macht. So, ich sag mal, Key Features. Ist ja immer ganz interessant so kennenzulernen. Habe ich ja gesagt, möchte ich in dieser Folge drauf eingehen oder näher drauf eingehen. Habe ich jetzt aber total verpennt, weil ich gerade mal meine Nachrichten gescheckt habe zwischendurch. Ihr habt es in den letzten Folgen gehört. So ist es. Wir können weiter geradeaus fahren, müssen aber mal gucken. Genau, alles noch im Petto. Ja. Bisschen können wir noch düsen. Ich hoffe, das schaffen wir. Also man muss auch sagen, wenn wir gleich in Gallup reinfahren, dann ist es halt die erste Stadt im New Mexico DLC. Also das passt eigentlich perfekt. Wie wir das dann erkunden, müssen wir dann sehen. Ich denke, wir werden kleinere Touren machen. Hm. Ja. Ist aber, denke ich mal, schon ganz nice. So, hier habe ich die Patch Notes für 1.29. Es wird halt nochmal viel an der Map herumgeschraubt. Hier irgendwie Straßen oder so. Es gibt zwei neue Trailer, Leute. Die wollte ich euch auch noch zeigen. Fällt mir gerade ein. Einmal
so einen Essenstank und einmal. Ah, genau, stimmt. Und einmal so ein. Ja, so ein Barriere-LKW. Ich glaube, da kann man dann rechts irgendwie arbeiten und links fährt der Verkehr vorbei. Ich zeige euch, wenn wir dann. Wenn es soweit ist, Leute. Dann New Road Signs steht hier noch, also neue Straßenschilder. Es sind halt immer so, ich sag mal so Kleinigkeiten. Aber die das Ganze dann ganz cool machen. So, wieder volle Konzentration hier auf das Spiel. Weil wir wollen ja auch noch was packen. Genau. Ich bin auch gespannt, was die E-Mail so an Feedback hinterlassen hat bezüglich Mod-LKW. Da bin ich ja mal sehr offen, weil ich finde so ein Let's Play, ja, besteht aus verschiedenen, ich sag mal, Parteien. Also ich nehme halt auf, aber schon, dass man so kommunizieren kann mit euch, dass ihr halt noch Vorschläge gebt und dass ich halt Feedback umsetze. Aber letztendlich muss man ja auch sagen, ich bin derjenige, der, ich sag mal, der es zu sagen hat, okay, das setze ich jetzt um, das möchte ich machen, okay, das ist, der Truck gefällt mir jetzt nicht so, aber, ja, oftmals ist es so, dass ich dann doch, dass mir das schon ganz gut gefällt, was ihr mir da so vorschlagt, ne, deswegen. Man lernt ja immer wieder dazu. Oder man lernt vieles auch neu kennen. So. Wir können mit 75, aber der vor uns fährt keine 75, ne? Das heißt, wir werden mal links rüberziehen. Und der wird auch nicht, okay. Hm. Gelbes Auto. Ja, das finde ich halt in Europa ein bisschen spektakulärer. Da fährt man halt nicht so viel geradeaus. Hier fährt man halt viel einfach geradeaus, bis halt man, es kommt halt nichts. Natürlich, es ist halt schon so amerikanisch, aber ja, es ist halt Geschmackssache, ob man lieber, ja, Amerika mag oder. Es heißt, obwohl, stopp, da muss ich auch sagen, es hat gar nichts damit zu tun. Also, ich würde gerne mal nach Amerika, da so vieles erkunden. Also, ich sag mal, Westküste soll ja richtig geil sein. Also, da würde ich schon gerne mal hinfahren. Ja. Ich glaube, es ist aber nochmal ein Unterschied, ne, wenn man jetzt in-game ist und dann nochmal, ich sag mal, da ist, live vor Ort, dann ist es. Schon ein bisschen was anderes, ne? Das muss man tatsächlich sagen. Ja, sehr cool. Also, es ist schon nice. Ich glaube, wir fahren gleich schon ins Gebiet rein. Genau, und dann machen wir das auch so machen. Ach, guck mal, Unfälle. Scheint dann auch neu zu sein. Er speichert dazwischen, ja, das finde ich auch super. Und es wird halt oben links angezeigt, das seht ihr sogar auch. Das kann man bestimmt auch ausstellen, aber ja. Übrigens soll dies ja auch noch das Italien-DLC für den ETS 2 erscheinen. Da bin ich ja auch ziemlich gespannt drauf, was da kommen wird. Und dann halt gibt es halt noch so ein, ich sag mal, so ein Special Cargo Pack. Oder Special, wie wird das jetzt nochmal bezeichnet, Leute? Sagt mal schnell. Oh, Moment. Da haben sie eine spezielle Bezeichnung für. Ist da eine Ampel? Ja, ich dachte gerade, aber es sind, glaube ich, die Lichter angesprungen. Müssen aber weiter geradeaus. Werden einfach mal überholen. Ja, genau, Special Transport DLC. Ja, das ist auch cool. Das ist mega. Mit Begleitfahrzeug und so. Das wird richtig cool, glaube ich. Ah, da kommen so viele coole Sachen auf uns zu. Noch, glaube ich, was SCS Software da so im Petto hat. Oh, nice. Sowas mag ich ja. Sowas müsste es öfters geben. Darf ich da mal eben Screenshot machen, Leute?
Oh, die Polizei ist aber auch flott, ne? Hier ist. Sorry, ey. Und da möchte ich gleich auf jeden Fall einen schönen einen Screeny machen. Darf ich auch? Ne, lässt er uns auf jeden Fall lang, ne? Trailer. Hier möchte ich ganz kurz mal ein Bildchen machen. Im Fotostudio. Man muss aber ganz ehrlich sagen, normalerweise, ne? Normalerweise macht man das ja nicht, ne? Ich habe jetzt heute schon wieder gehört, zum Punkt der Aufnahme, ich weiß gar nicht, wo das genau war, Mainz oder so, da hat die Feuerwehr, das finde ich aber, muss ich sagen, es klingt hart, aber es ist richtig. Es gab einen schweren Unfall, ich glaube auch sogar mit 3 Toten oder so. Oder mit ein paar Toten, sage ich einfach mal. Da gab es wieder Gaffer. So. Und da wurde mit Absprache der Polizei, also Feuerwehr und Polizei haben sich abgestimmt, da hat die Feuerwehr tatsächlich die Gaffer nass gemacht. Also, ne? Zum Beispiel habe ich gehört, da waren LKW-Fahrer. Oder die, man wurde langsamer sozusagen, die Gaffer. Fast, ich sag mal, fast stehen geblieben. Und dann haben die nass gemacht tatsächlich. Haben die einen Schlauch genommen, zack. Und nass gemacht, sozusagen, dass sie weiterfahren. Ich muss sagen, also es ist schon richtig. Aber es wurden auch viele Nummernschilder, glaube ich, notiert und so. Ich weiß nicht, warum man das macht. Ne? Ich, also, keine Ahnung. Es ist doch nicht, man muss sich mal, ne, in andere Personen hineinversetzen, die da jetzt zum Beispiel liegen und, ich sag mal, im Unfall verwickelt sind. Und wenn man da selber liegt, ne, möchte man fotografiert werden und, ja, keine Ahnung. Ich, ja, könnt ihr mal schreiben, was ihr dazu meint. Könnt ihr mal schreiben. Es geht mir jetzt auch gar nicht da um den Unfall oder so. Bitte eine Nachricht. Okay, alles klar. Da geht es mir jetzt gar nicht um den Unfall an sich, um das Feature, dass man das mal sieht, dass ich das festhalte. Okay, gibt es sowas Cooles? Ne. Ganz klar. Oh, shut up! Ich das? Sorry, Leute. Gleich müssen wir payen. Ja. Ich bin mal gespannt, wie viel zahlen müssen. So, es wird dunkel. Es wird duster. Hier, erster auf den Gallup, Leute. Ich hoffe, man spricht es richtig aus. Willkommen in New Mexico, Leute. Jawohl, nices Ding. Nice, nice, nice. Das freut mich. Habe ich Bock drauf jetzt. Da habe ich richtig Bock drauf. Bin mal gespannt, wie es hier aussieht. Ah, diese Musik dazu. Da sind wir schon, Leute. Zweite Folge sind wir direkt da. So, dann gucken wir doch mal. Stoppstraße, ne? Anhalt und wieder Gas geben. So. Müssen wir mal gucken. Nicht genau, wir müssen nämlich hier anhalten. Nicht, dass wir wieder auf der Autobahn raufgefahren wären. Da sind wir, Leute, da sind wir. Wir sehen ein bisschen. Ne, nicht da. Müssen wir ein bisschen warten. Ja, Gallup, Leute. Es ist, scheint, es sieht so größer aus, ne? Ich hätte so. Ja. Erster Eindruck so. So, hier müssen wir links. Dann müssen wir aber anhalten. Walbert, der ist schon ausgeschildert. Warum steht der jetzt hier? Weil ich jetzt hier so ein bisschen vielleicht vorstehe? Das mag sein. Kann mir gut vorstellen, dass die KI noch nicht so richtig abgestimmt ist. So, wir dürfen aber. Haben die auch grün? Ne? Ist ja ein Fall. Ich denke mal, dass wir da nur haben. So. Auf geht's. Jetzt muss ich mal genau gucken. Das ist mal gefährlich dann.
Motel, Lolle Motel. Oh, hier müssen wir rein. Ah, nee, Leute, komm. Oh. Das muss ja jetzt wohl nicht sein. Dafür mal jetzt noch einen Screenshot. Erstens auf und dann Gallop, das muss festgehalten werden hier. So, weiter geht's. Na komm, Leute. Wir wollen jetzt schon. Ah, perfekt, ist grün. So, mal gucken, wie Wallbed hier aufgebaut ist. Ah, wir müssen erstmal auswählen, genau. Genau, ich hebe hier schon einen Fuß. Ach komm, wir machen das mal. Wo müssen wir jetzt hin? Trucks only nach links, okay. Ah, da haben wir es, okay. So, dann packen wir doch mal. Ah, wir müssen da parken, okay. Interessant. Aber Wiegestation, Umleitungsdienst, glaube ich, noch nicht so passend. So. So, das sieht gut aus. Oh, wir hätten auch gleich pennen müssen. Ausgezeichnet, das freut mich zu hören. So, da seht ihr mal, wie wenig ich gespielt habe. Level 21. Krass. Schauen wir mal auf der Weltkarte. Ja, erste Stadt in New Mexico. Erste Stadt, Leute. Das ist noch ein bisschen was zu erkunden hier, kann man sagen. Ja. Was will ich aber sagen? Genau, wie es weitergeht, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Mal gucken, ich suche jetzt, glaube ich, mal einen Mod-Truck raus und dann die sich hier weiter. Aber ich glaube, ich kaufe mir erst eine Garage in Gallup hier. Das heißt, dass ich gleich weitermachen kann. Hä? Habt ihr Bock? Ich glaube, ich mache schon weiter. Ich habe Bock, gerade mehr zu erkunden. Okay? Okay, machen wir. Gut, Leute, bis zur nächsten Folge und tschüss.